Wie kann es sein, dass die Inflation so deutlich steigt, wie gestern die Zahlen aus den USA gezeigt haben? 5% und Gold fällt heute trotzdem. Was stimmt da nicht? Wie passt das zusammen? Was ist da los? Das wollen wir uns in diesem Video mal kurz anschauen, bevor es ins Wochenende geht. Die Aktienmärkte heute wieder im totalen Wachkoma. Wir dürften heute wahrscheinlich die geringsten Umsätze des bisherigen Jahres sehen. Das ist wirklich ein absolutes Trauerspiel. Selbst gestern die Umsätze sehr mäßig, trotz der Veröffentlichung der so lange erwarteten Verbraucherpreise aus den USA. Okay, nächste Woche Fed-Sitzung, das wird ein Hingucker. Wir haben die Erzeugerpreise, das wird ein Hingucker. Und wir haben dann den großen Verfall. Auch das dürfte dann etwas mehr Bewegung und mehr Action und mehr Volumen bringen, hoffentlich. Denn das ist wirklich so ein Sommer-Lull und Lall. Und das eigentlich vor dem Sommerurlaub. Was soll dann erst passieren, wenn dann alle im Urlaub sind? Diese Frage muss man sich schon mit Grausen stellen. Aber schauen wir uns mal an, warum Gold jetzt irgendwie Probleme hat, nicht wirklich weiter steigt, obwohl wir eine überschießende Inflation in den USA haben. Hier sehen wir die Inflationsdaten aus Mai, die ja gestern veröffentlicht wurden. 5% in der Headline, 3,8% in der Kernrate, also ohne Nahrung und Energie. Und die Anleiherenditen, die sind nicht wirklich gestiegen, sondern sie sind gestern gefallen. Warum, will ich gleich zeigen. Aber warum fällt Gold heute? Das will ich auch zeigen. Nämlich sehen wir hier den Vergleich Intraday heute zwischen dem Dollarindex und Gold. Und der Dollarindex kann deutlich zulegen. Euro-Dollar jetzt unter der Marke von 1,21. Und wir sehen, diese Bewegung begann relativ parallel. Als der Dollar stärker wurde, wurde Gold schwächer. Das ist sicherlich einer der zentralen Gründe heute, warum es für das gelbe Edelmetall nicht so wirklich nach oben geht. Der andere dürfte sein, dass Gold ein bisschen vorausgelaufen ist, nämlich den 10-Year Real Yields, die hier invertiert dargestellt sind. Wir sehen, da gibt es normal eine totale Konkurrenz eben zwischen diesen Real Yields und dem Goldpreis. Und da ist Gold schon ein bisschen vorausgelaufen, könnte man sagen. Und kommt jetzt ein bisschen zurück. Diese beiden sind sozusagen aneinander gekettet, könnte man sagen. Abweichungen werden immer wieder korrigiert. Es läuft immer wieder parallel. Jetzt haben wir diese Abweichung gesehen, die nicht unerheblich ist. Und dementsprechend schließt sich diese Lücke ein bisschen, nicht dramatisch, on the long run spricht das nicht gegen Gold, aber erklärt vielleicht, was da heute los ist. Und der andere Punkt ist der, dass letztendlich die Märkte sich jetzt sagen, das war jetzt der Peak der Inflation. Ob das stimmt, steht auf einem anderen Blatt. Aber es ist jetzt das dominante Narrativ geworden. Damit hat die Fed die zunächst zweifelnden Märkte auf ihre Seite gebracht. Die Märkte haben sich gesagt, das glauben wir nicht so richtig. Jetzt denken die Märkte, nachdem wir diese Horrorzahlen der Inflation reinbekommen, ja, da ist was dran, was die Fed uns erzählt. Hier sehen wir zum Beispiel, die Inflationserwartungen im Juni sind deutlich zurückgegangen. Heute ja auch die Zahlen der University of Michigan, da werden die Leute nicht nur nach der Verbraucherstimmung gefragt, sondern auch, Mensch, was erwartet ihr an Inflation, in welchen Zeiträumen? Und hier sind die Inflationserwartungen der Amerikaner rückläufig, aber hier auch diese Grafik, die zeigt, dass man jetzt eben irgendwie davon ausgeht, das ist es jetzt gewesen, dann wird alles wieder normal. Ob das stimmt, wie gesagt, steht auf einem anderen Blatt. Und jetzt kommt noch hinzu, dass in dieser Umfrage der Uni Michigan heute klar geworden ist, die Leute sehen diese Preisexplosionen teilweise am Hausmarkt für Gebrauchtfahrzeuge etc. sehen mit großem Unbehagen und sagen, also nee, da werde ich jetzt kein Haus kaufen, da werde ich jetzt kein Vehikel kaufen, kein Fahrzeug kaufen demnächst, weil einfach die Preise so extrem stark gestiegen sind. Also lasse ich das mal. Das könnte dann wirklich darauf hindeuten, dass hier erstmal eine gewisse Kaufzurückhaltung entsteht. Also dass die Leute einfach sagen, Mensch, das ist mir schlichtweg zu teuer. Wir sehen hier in diesen Bereichen nahe der Allzeit-Tiefs, was diese Kaufbereitschaft betrifft, die wir gesehen hatten im November 1974 respektive 1982. Jetzt kommen wir aber zu einem der Gründe, der für Gold wahrscheinlich auch bedeutsam ist. Wir sehen, dass die Amerikaner in letzter Zeit, nämlich jetzt im April und im Mai, ziemlich wenig Staatsanleihen emittiert haben. Ziemlich wenig. Und zwar weniger an Volumen, als die Fed
monatlich kauft. Die kauft von diesen Staatsanleihen nämlich 80 Milliarden. Insgesamt kauft sie ja 120 Milliarden oder kauft sie Anleihen im Volumen von 120 Milliarden. Da sind dann hypothekenbesicherte Anleihen dabei, Mortgage-Backed Securities. Aber die reinen Staatsanleihen, hier die Treasuries, da sind es eben 80 Milliarden. Und das ist mehr, als jetzt in den letzten zwei Monaten der amerikanische Staat an neuen Anleihen herausgebracht hat. Das bedeutet, die Fed hat ein bisschen viele Anleihen im Depot und das deutet darauf hin, dass sie früher oder später so oder so tapern muss, also diesen Ausstieg, die Reduzierung zumindest der Anleihekäufe jetzt zeitnah beginnen muss. Vielleicht schon der erste Hinweis darauf, zumindest in der Sitzung der FED nächste Woche, das zumindest wäre jetzt nicht wirklich mehr eine Sensation, aber schon eine leicht hawkische Überraschung, wenn die FED das sagen würde. Dadurch, dass die FED jetzt mehr kauft als die Amerikaner, als der Staat USA emittiert an Anleihen, hat man ein bisschen viele Anleihen bei der FED jetzt gekauft oder hat sozusagen da ein gewisses Überangebot. Und das wird zurückgegeben an den Markt, indem die FED diese sogenannten Reverse Repos macht. Ein Repo-Geschäft ist ja normalerweise, ich bin als Finanzinstitut, da hinterlege ich eine Staatsanleihe als Sicherheit und bekomme Geld dafür. Diese Reverse Repos sind genau das Gegenteil. Die FED geht auf den Markt zu und sagt, hier habe ich Staatsanleihen, wer sozusagen möchte, die haben gegen Cash. Und das ist derzeit der Prozess, der jetzt läuft. Die FED schmeißt so viele Anleihen auf den Interbankenmarkt wie noch nie. Und das seit Tagen, über 500 Milliarden. Heute Morgen im Videoausblick hatte ich das schon thematisiert. Also es ist ein gewisses Überangebot, das die FED jetzt im Depot hat. Das versucht sie an den Markt loszuwerden. Deswegen wird ihr perspektivisch nichts anderes übrig bleiben, als zu tapern, also die Anleihekäufe zu reduzieren. Und das würde dann schon einen ersten Schritt einleiten von der extrem ultralaxen Geldpolitik zu einer etwas rigideren Geldpolitik. Noch nicht die Rede von Zinsanhebungen, aber es taucht eben dann schon das Tapering am Horizont auf und taucht dann vielleicht eben eine geänderte, weniger laxe Geldpolitik auf. Und das ist etwas, was den Goldbullen vielleicht ein bisschen Sorge macht derzeit, denn das ist natürlich auch für Gold super, wenn die Notenbanken drucken. Dann wird das Gold, das ja nicht so beliebig vermehrbar ist, natürlich in Relation zum Papiergeld tendenziell mehr wert. Jetzt ist es auch so, wir haben ja gesehen, die Renditen sind gefallen gestern. Wir haben den größten Anstieg, respektive den größten Fall der Renditen gesehen seit einem Jahr. Und das liegt daran, dass wir hier einen gigantischen Short Squeeze sehen. Jetzt vor dem Wochenende ist es immer noch so, dass institutionelle Investoren hier extrem short sind im TLT, also praktisch den länger laufenden, ein ETF auf länger laufende US-Staatsanleihen, 14 Milliarden Dollar, das ist der höchste Wert seit dem Jahr 2014. Also fallende Renditen sind jetzt der Weg des größten Schmerzes gewissermaßen und das hat dann Auswirkungen vielleicht auch auf den Dollar, der jetzt eben stärker wird. Insgesamt heute wahnsinnig viele Berichte. Ja, also diese Inflation, die ist transitory. Wir sehen nicht, dass da die Inflation in den USA strukturell wirklich nach oben geht. Also hier dieses neue Narrativ. Aber vielleicht hat man eben nicht auf der Agenda, dass man jetzt eine Wirtschaft hat, die sich wieder öffnet, die natürlich dann erstmal so ein bisschen heiß läuft, weil alle sozusagen zur Bar laufen, aber es gibt nur einen Barkeeper, alle wollen aber jetzt sofort ihren Drink haben. Das funktioniert halt nicht. Dementsprechend gibt es diese Probleme bei Transport, bei Lieferketten etc. Aber wir haben ja übergeordnet dennoch eine koordinierte Aktion durch Staaten und Notenbanken, die so viel Geld drucken, die so viel Geld unter die Leute bringen, dass es schon denen zu den Ohren teilweise rausschießt. Dementsprechend haben wir hier vielleicht grundsätzlich eine strukturelle Inflationssituation, das ist das, was vielleicht hier von vielen Analysten nicht so gesehen wird oder nicht wahrgenommen wird, der größere Kontext eben dieser Fiskalpolitik, dieser Geldpolitik. Und vor genau diesen Dingen hat jetzt die EZB selbst gewarnt, die ja ein maßgeblicher Verursacher ist, einige Mitglieder, wie Weidmann, wie Knoth haben heute gesagt, oh,
Also wenn die Inflation höher ist, also über 3%, dann müsste man schon mal ein bisschen überlegen, was wir da machen. 3% wäre in der Eurozone ja schon echt ein Highlight. Die Amerikaner haben es auf 5 geschafft. Aber sei es drum, also die EZB, die ja gerne auch mal warnt vor Dingen, die sie selber verursacht, die warnt jetzt vor zu hoher Inflation. Das ist ein gewisser Treppenwitz. Hier sehen wir mal die Inflation in den USA im historischen Kontext. Sieht erstmal nicht so viel aus. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, was in den 1970er Jahren los gewesen ist. Aber nächste Woche, wie gesagt, kommen die Erzeugerpreise. Das wird wichtig für die Märkte werden, weil man dann sieht, naja, wenn die deutlich über den Verbraucherpreisen liegen sollten, dann geht das direkt in die Margen der Unternehmen. Und das wäre dann wichtig für die Berichtssaison. Da ist die Erwartung ja sehr hoch, dass die Zahlen sehr, sehr gut werden. Aber vielleicht ist es den Unternehmen nicht so gelungen, die gestiegenen Kosten eben weiterzugeben. Und dann haben wir dann später auch noch die PCE-Verbraucherpreise, also die Personal Consumption Expenditure-Verbraucherpreise. Die sind das Maßgebliche für die Fed eigentlich, nicht die gestern veröffentlichten CPI-Verbraucherpreise, also Consumer Price Inflation. Warum ist das so? Weil diese PCE-Preise eben ein bisschen aktueller an die Geschichte rangehen. Beispiel, wir haben zum Beispiel die Situation, Schweinefleisch wird deutlich teurer. Also, was machen die Leute? Sie kaufen zum Beispiel mehr Hühnchenfleisch, weil eben Schweinefleisch so teuer geworden ist. Und das ist dann besser durch diese Personal Consumption Expenditure Preisgeschichte abzubilden, weil die flexibler auf solche Konsumentenverhalten reagieren kann. Deswegen schaut die Fed seit dem Jahr 2000 vor allem auf die PCE-Daten, die dann eben auch kommen werden. Und der Erzeugerpreise nochmal das Stichwort. Wir sehen neue Hochs jetzt bei den Transportkosten, Routen von Shanghai nach Los Angeles, Shanghai, Rotterdam. Hier geht es weiter nach oben. Das heißt, der Kostendruck für die Unternehmen, der ist noch nicht wirklich abgeebbt, im Gegenteil. Manche sagen, naja, wir sehen nicht höhere Löhne jetzt als Voraussetzung für diese Lohnpreisspirale, aber vielleicht irren sie sich da, denn die vor allem US-amerikanischen Unternehmen suchen händeringend teilweise nach Mitarbeitern. Kommen wir noch abschließend zu den Märkten. Wie gesagt, total hirntot heute, braucht man fast kein Wort darüber zu verlieren. Der VIX allerdings, die Vola, auf den tiefsten Stand seit Februar 2019 gefallen mit 15,39. Das ist also ein extrem niedriger Stand. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass wir genau vor einem Jahr am 11. Juni nochmal einen ziemlich fetten Rücksetzer gesehen hatten innerhalb der Rallye, die dann ja stattgefunden hat in den letzten 4000 Monaten. Nein, ganz so viele waren es nicht, aber am 11. Juni 2020, da hat der S&P 500 sage und schreibe 6% verloren. Da hat es mal richtig gekracht. Ich müsste mir mal ein altes Video anschauen von vor einem Jahr, was ich damals dazu gesagt habe, warum das der Fall war. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber sei es drum, es ist auf jeden Fall eine historische Anekdote, mit der ich Sie jetzt in ein hoffentlich verdientes und vergnügliches Wochenende entlasse. Am Montag wird es aller Voraussicht nach keinen Videoausblick geben, weil ich da einen Termin habe und das wahrscheinlich nicht schaffen werde. Also Montag kein Videoausblick, das schon mal vorangekündigt, aber das Markenflüster am Montag, das kommt natürlich. Jetzt alles Gute, Servus und Ciao.